Wenn man das Nazi-Libri anlegt. Man hat ein Schweizer Kreuz auf der Brust. Alle unterstützen uns quasi. Unterstützen. Kommt der Stolz automatisch auf. Zurzeit ist logischerweise Fokus auf der Heim-WM. Wir freuen uns extrem. Ich freue mich einfach auf ein riesen Hockeyfest im eigenen Land. Und wir werden alles geben, jeden Abend. Es ist immer schlimmer geworden vom Coronavirus und mein inneres Feuer für die WM hat sich immer, so ein bisschen, immer weniger geworden. Er ist immer mehr neben den Schuhen gestanden. Dann habe ich ihm eines Tages gesagt, hey, geh mal mein Fotostudio anstreichen. Man spürt schon, auch privat, im Umfeld, die Leute spricht einem an und sie freut sich auf die WM. Das ist positive Motivation, die Leute glauben auch an die Mannschaft. Man spürt, sie freut sich auf die WM. Das kribbelt jetzt für das Heimturnier da. Es freut mich, dass wir wieder angreifen können mit der Mannschaft. Wir haben einen guten Start in der Saison mit dem Deutschland Cup. Jetzt haben wir eine andere Mannschaft hier, ein sehr starkes Aufgebot, auch wieder starke Gegner. Und darum es kribbelt, dass wir morgen Abend genau wieder spielen dürfen. Ein paar Sachen verändern, taktisch auch, vor allem im Vorchecken, auch in der defensiven Zone. Jetzt, wir probieren sicher hier im Überzahlspiel ein bisschen besser zu agieren. Das hat in Deutschland nicht so gelungen. Es ist auch immer relativ eine grosse Herausforderung. Wir trainieren eigentlich nur einmal zusammen das Powerplay und das hat jetzt geklappt. Das Powerplay ist etwas, viel Detailarbeit braucht, aber ich bin überzeugt, die Spieler werden es gut umsetzen. Und dann schlussendlich wichtig ist immer, dass man gute Leistungsbereitschaft haben, dass man kämpfen füreinander und schlussendlich werden wir natürlich auch gewinnen. Sie freuen sich auf die WM und das ist natürlich das Schönste für uns selber auch, dass wir hier da logischerweise mit drinnen sein und auch die Unterstützung spüren vom Land. Was der WM ist, das ist schon weit weg, es gehen fast 6 Monate. Wir sind jetzt voll fokussiert auf den Schritt hier im Fisch. Es geht ums Gleiche wie im Deutschland, Spieler anschauen, wie sie sich weiterentwickelt haben, taktisch auch wieder uns weiterbilden. Und dann konzentrieren wir uns dann auf den nächsten Schritt im Februar. Mega schön, hier quasi in meinem Schulhaus, wo ich da, ja, 6-7 Jahre ein- und ausgegangen bin, wieder hier dürfen sein und zu den Kids reden. Mal andere Seite, als ich das damals erlebt habe. Sehr schön gewesen für mich und auch hoffentlich auch für die Kids, die jetzt ein bisschen mehr verstehen, was so ein bisschen um eine Hockeymannschaft herum passiert, was um eine Hockey-WM herum passiert. Und vielleicht hat der eine oder andere auch ja, sich ein bisschen Lunte gerochen und von dann auf Hockey spielen. Ich fand es cool gefunden und auch spannend, einfach, was er so erzählt hat über die Schule, wie es früher war. Wenn du im Fernsehen schon ihn gesehen hast, dann findest du es noch cooler, wenn er da ist. Und so. Ja, der Patrick und ich, wir haben es immer gerne lustig gehabt. Wir haben immer Scherz gemacht. Wir sind
Anfang Schuljahr immer zusammengehockt, relativ klein. Nach 2-3 Wochen haben uns die Lehrer auseinandergenommen. Ich im linken Ecke, er im rechten Ecke. Oder ans Fenster müssen hocken. Ja, wir waren sehr sportlich, wir waren auch gut, aber zum Teil halt auch direkt oder frech. Ja, wenn man natürlich den Pausenplatz wieder sieht, und da kommt schon die eine oder andere Geschichte wieder so im Sinn, was wir gemacht haben. Logischerweise sind wir nicht immer nur die Bräfsten gsi, das händ halt Buben so ein bisschen an sich, und ein paar Hockeyaner miteinander sind wir da gsi, und öppe die Lustigen gha, und die Lehrerin händ uns sicher auch müssen amigs wieder so ein bisschen, ja, zurückholen und sagen, du, das hätt man nicht machen, aber das gehört, glaub ich, dazu. Ich han auch hat's Glück gehabt, wirklich 2 Minuten von dort zu wohnen. Meine Eltern wohnen immer noch dort, von dem bin ich ab und zu da in dem Hätte schon los. Aber er ist immer noch innerlich immer noch als Kind geblieben, und das ist schön. Das haben wir auch gelernt, wie die Indianer, und ich auch schon ein paar Mal mitgekommen im Dschungel. Und sie sagen uns immer, wir sollen eigentlich das Kind bleiben. Und alle Sachen mit Kinderaugen sehen, und das sieht man bei ihm auch. Also er freut sich immer noch, er ist gerne mit Kindern, er spielt gerne. Bei ihm ist das ganze Leben auch ein Spiel. Wir machen nach jedem Essen machen wir ein Spiel, und der verliert, muss zahlen. Ja, es ist eigentlich schön, kann man noch ein bisschen kindlich bleiben auch. Und das tut er auch seinen Spielern mitgeben. Und ja, ich finde den Umgang mega schön. Was ist das du? Lala, Schoko, Schoko, Baby, Schokolade, Schokolade, Schokolade. Die Vorfreude wächst und wächst. Man merkt es immer auch im Umfeld. Die Leute sprechen ja. Und jetzt sind wir schon um 2020. Das ist, in 2019 sind wir noch weit weg, und jetzt also kribbelt natürlich extrem. Ich freue mich einfach, dass wir endlich loslegen können. Es gibt immer noch viel Arbeit. Wir haben noch wichtige Termine vor uns, aber ja, ist klar, die Spannung steigt. Jetzt sind wir wieder mal an einem Match, sehr spannender Match. Genf gegen Zug, Spitzenkampf, und sicher die Mannschaft, die extrem stark spielt. Und heute geht es darum, wieder einmal Mitspieler anzuschauen. Ich bin mit dem Lars Weibel heute unterwegs und freue mich jetzt, mit dem Chris Maxorli, mich mit ihm zu unterhalten, Informationen von ihm bekommen, wie es seinen Spielern geht. Und dann sind wir wieder schlauer, hoffe ich, nach dem Match. Und heute werde wieder meinen Spieler anschauen, wie sich der eine oder andere verhaltet. Aber von dem her erwarte ich heute einen spielerisch sehr guten Match und vor allem einen schnellen Match. Bonjour. Also, Promi ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, schon mal, dass wir vielleicht im Hockeystadion einen Ex-Hockeyspieler und unseren Nazi-Trainer kennst. Von dem her ist es, ich glaube, normal, dass auch gewisse Kids einmal kennen und ein Foto wollen. Und das mache ich natürlich auch immer sehr gerne. Und ich weiss, als ich damals ein Bub war, habe ich auch noch Stück gefragt. Wir hatten damals noch kein Handy, haben wir einfach noch Stück gefragt oder ein Autogramm irgendwie auf den Arm und so. Und ich glaube, das gehört dazu. Und ja, es ist schön, kann man dann Freude machen. Bonsoir à tous, bonjour Genève, je vous souhaite un super match, hop Zug, alors les Grenats. Live sieht man viel besser, auch noch am Ende des Shifts, in der Kamera manchmal, wenn man im Fernsehen schaut, sieht man nur Teile des Matches, und man sieht nach einem Wechsel, wenn einer guten Wechsel geht oder schlechten, wie verhält er sich auf der Bank, auch Körpersprache, man spürt einen bei einem gut drauf ist oder einfach so ein Average Match hat und so einfach so ein Formkurve spüren vom Spieler. Ich muss es auch nicht Namen nennen, aber ich habe sicher ein paar Jungs, wo ich genauer anschaue als andere. Also ich schaue eher als Schweizer, aber als Ausländer. We never had second. We never could find a defenseman or the fourth guy. We never shut the tracker down. The Germans at the Olympics, that's how they played it this way. They won't shut all the way down. The tracker will take them the whole way. That's the Chris Maxorli, der man nicht könnte, der Chef von Genf, und
sehr schlauer Eishockey-Coach und er gibt mir immer sehr gute Tipps zu den Jahren. Wir sind sich damals zweimal in den Playoffs geschlagen und muss ihn immer noch ein bisschen ausfragen. Wir können immer lernen. I know those guys, but good to see you. Always looking in style, the guys are looking in style. Wir haben einen extrem harten Konkurrenzkampf. Man muss sich immer wieder neu beweisen. Klar, wir haben einen gewissen Puzzleteil unserer Mannschaft, die jetzt ziemlich sicher einen Platz haben. Aber wir dürfen sich nie sicher sein. Wir haben extrem viele junge Spieler mit hoher Qualität, die nachdrücken. Und darum man kann sich da nicht ausruhen. Und das pusht natürlich unsere Gesamtmannschaft. Die ganze Breite hilft uns extrem zum Wachsen. Und das sind sich die Spieler auch bewusst. Sie sind sich bewusst, dass es schwierig ist, schlussendlich ins WM-Kader zu kommen. Es war ein sehr erfreulicher Abend, sehr guter Match, coole Stimmung hier in Genf. Sie sind gut unterwegs dieses Jahr und schlussendlich war es ein Spitzenkampf auf gutem Niveau. Wir waren gerade unten in der Katakombe, haben mit dem Trainerstaff können reden von Genf und ein paar Spieler unten. Und wir haben noch versuchen, ein paar Zucker noch zu sehen, bevor sie abfahren. Es sind immer gute Informationen, auch nach dem Match wieder überzukommen von den Coaches, wie sie es sehen, wie der Einzelne unterwegs ist und dann die Spieler zu sehen. Und die Spieler, die ich auch angeschaut habe, haben sich sehr gut gezeigt. Chris McSorley, ich habe lange mit ihm wieder geredet. Das ist für mich immer interessant. Er ist ein sehr schlauer so ein Hockey-Professor. Und ich tausche mich sehr gerne mit ihm aus. Und von dem her nehmen wir heute Chris McSorley. Spannend zu sehen, ich meine, es ist eine unglaubliche Metropole. Amerika ist es, wie sagt man, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und man sieht, gewisse Grenzen sind wahrscheinlich überschritten worden. Hier. Ja, es ist eine grosse Veränderung. Ich bin ganz ehrlich nicht so ein Fan von so grossen Städten und so viel Getümmel. Ich fühle mich da eigentlich wohler bei uns daheim in der Schweiz. Aber hauptsächlich geht es für mich von Genf auf New York zum Spielen gewesen. Wenn man das Nationalliebe anlegt und man hat ein Schweizer Kreuz auf der Brust und man weiss, man spielt heute fürs Land und sind, unsere Kids sind daheim und alle uns quasi unterstützen, die Schweizer Hockey gerne haben, kommt der Stolz automatisch auf. Wenn man dann da jetzt in Amerika ist, ich glaube, dass jeder hier mit der Schweizer Fahne umeinander läuft, aber tief innen geht etwas los und ich glaube, das tun wir auch immer wieder thematisieren. Dass wir das Privileg haben. Yo, bro, I'm dropping off. You're just dropping off? Yeah. I'll let you guys off right here. Thank you. Zurzeit ist logischerweise Fokus auf der Heim-WM. Wir freuen uns extrem. Ich freue mich einfach auf ein riesen Hockey-Fest im eigenen Land. Und wir werden alles geben, jeden Abend, dass wir unser Potenzial abrufen können. Und mit den Fans im Rücken den jeweiligen Gegner an diesem Tag schlagen. Jetzt sind wir hier im März. In zwei Monaten geht es los. Im Hockey ist zwei Monate viel Playoff gekommen. Es gibt Verletzte leider. Es gibt Leute, die heiß laufen. Es gibt Leute, die irgendwie den Tank ausgehen. Und wer schlussendlich am 8. Mai im Kader ist, kann ich zurzeit nicht sagen. Logischerweise habe ich meine Traumaufstellung, wenn alles gut geht.
Aber ich weiss, wir werden einfach 25 Spieler in der Garderobe haben, die heiß laufen werden und alles wird geben. Und vor allem Spass miteinander, ja, den Countdown oder die WM-Reise miteinander zu bestreiten. Der Nino ist ein Wolf, ein sehr wichtiger Wolf. Aber es gibt ganz viele andere Wölfe bei uns, die ihre Rolle perfekt und mit 100%iger Leidenschaft ausfüllen. Und an das geht es. Wir sind wie so Wolfsrudel. Der Wolf ist für mich extrem sozial, er schaut aufeinander. Wenn es einem nicht gut geht, lassen wir nicht einfach stehen und liegen. Probieren aufzubauen, wieder voll integrieren, dass er in seine Stärken wachsen kann. Ich glaube, das ist etwas, wo ich fest daran glaube. Als Mannschaft kann man nur so funktionieren. Wenn wir einzelne Wölfe haben, die unglaublich gut sind, und ein paar andere sind am Abserben, ja, dann ist es nicht wirklich ein gutes Wolfsrudel. Und dann haben wir eigentlich Spass. Von dem her ist der Nino ist ein wichtiger Wolf, ein starker Wolf, aber er ist einer von vielen Wölfen. Ja, schlussendlich, du möchtest dein bestes Spiel spielen, wo du kannst spielen. Du möchtest auch ihm zeigen, dass du in einer guten Form bist. Und dementsprechend ja, eine gute Falle machen. Aber schlussendlich, wie gesagt, fokussierst du voll auf den Match, probierst dein bestes Spiel zu spielen. Und dann sieht man sich dann nach dem Match. Es ist zweimal im zweiten Drittel. Dann ist es dreimal, wenn ich aufkomme. Das ist ja, das hast du jetzt eigentlich noch nie erlebt. Das ist im letzten Jahr an dem Mensch. Sie sind auch beide zusammen da, haben sich durchgesetzt in Nordamerika und ich rede eigentlich nicht gerne über einzelne Spieler. Ich tue das denen gerne persönlich sagen und sie wissen, was ich vor ihnen halte. Ich liebe einfach ihr Commitment, wie sie es hier gesehen haben auf dem Eis und wie sie es auch bei uns machen. Und ich denke, wir haben so viele junge Spieler, die jetzt auch den Schritt überwagen in der NHL und die Generation, sagen wir jetzt mal, ja, ab den 90er hat es angefangen, 90er Jahre sind die ersten übergegangen. Jetzt kommt wieder eine neue Generation durch den Nico durch, wo auch der eine oder andere wird übergehen. Und es ist schön, schön zu sehen, wie sie spielen. Sie sind nicht einfach auf der Bank und schauen zu, sie sind mit spielentscheidend. Und für mich als Schweizer ist es extrem schön zu sehen. Der Spieler hat ein gutes Verhältnis mit dem Fischer und ich glaube, das ist wichtig, dass man ein gutes Verhältnis mit dem Trainer hat und man kann mit ihm über alles reden und das kann man dich besuchen, das sagt euch schon viel und ja, das ist sicher nur positiv. Mit dem Fischer ist wirklich viel mehr wohl, sei es auf dem Eis, neben dem Eis und er hilft dir immer und er versteht dich selber euer Hockey gespielt und ja, also wie gesagt, man fühlt sich einfach sehr wohl mit ihm. Und wo ich zum Beispiel auch schon Trainer hatte, wo man eher ein bisschen schücher ist, sagen wir mal. Ich durfte es einmal beschnuppern, die Liga in der NHL. Kurz für ein Jahr ist eine unglaubliche Liga, schwierig, sich zum Durchsetzen. Und es ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich wirklich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, dass das eigentlich passiert. Und mich fasziniert logischerweise die NHL. Es ist Es ist die beste Liga auf der Welt. Es ist hochprofessionell. Ich bin mir auch bewusst, es ist extrem schwierig, hier in die NHL reinzukommen, als Coach. Aber es ist auch weit weg der Zeit. Es ist wirklich mein Fokus. Es ist so stark bei den Anziehen. Ich liebe den Job. Wir sind in einem Prozess, der extrem wichtig ist, dass unser Hockey sich verbessert, dass eben wirklich noch viel mehr Spieler überkommen können und den Traum leben von der NHL. Was wir immer mehr und mehr haben, ist ein Zeichen, dass extrem viele Leute in der Schweiz gute Arbeit gemacht haben in den letzten 20 Jahren. Clubs, Funktionäre, die ja, am Abend nach dem Arbeiten noch gehen, ihre Kids pushen und das ist nicht selbstverständlich. Und das ist das Resultat schlussendlich. Jetzt sind wir hier in New York. Ich durfte einen Trip machen von ja, über mehrere Städte, über 10 Leute fast gesehen. Und vor 10 Jahren hätte ich noch einen Ort fliegen und hätte vielleicht jemanden getroffen. Und das ist eine schöne Entwicklung. Wichtig ist, alle Spieler sind committed zu der Nazi.
Alle wollen unbedingt an die WM kommen, falls sie draußen sind und der Traum Stanley Cup für sie vorbei ist dieses Jahr. Und das ist immer für mich auch ein Motivationsschub, eine Inspiration. Sie lieben ihr Land. Sie freut sich auf die Kollegen in der Schweiz. Das hat mir jeder betont immer. Es ist immer schön für sie auch zu kommen und macht extrem Spass. Und das geht es auch. Ich denke, wir wollen in der WM immer eine tolle Stimmung haben innerhalb der Mannschaft. Und so, glaube ich, können wir das Beste anbrüllen. So. Sind wir wieder im Dschungel. Ja, wir haben das mal Glück gehabt. Es hat sich hauptsächlich in New York abgespielt, das Ganze. Da sind natürlich mehr Spieler in New Jersey und noch zwei andere Mannschaften in New York spielen mit den Rangers und den Islanders. Von dem her sind wir am Anfang auf Nashville gegangen, haben dort Romagnosi und Yannick Weber getroffen in einem Spiel gegen Edmonton Oilers mit dem Gaetan Haas. Und wir haben sie am Tag vorher getroffen, mit ihnen gegessen und uns austauschen. Es ist immer schön, sie gesehen, sich zu spüren, wie sie die Lage ist von der Mannschaft, sie persönlich auch einschätzen, wie sie drauf sind. Und dann sind wir weiter auf Minnesota. Wir haben dort Kevin Fiala getroffen, der extrem heiß läuft in Minnesota, unglaublich stark aufspielt. Mannschaft zieht oder Offensive. Das sind Trips eigentlich schon gesehen, da sind wir zurück auf New York. Let's go Rangers! NYR baby school, baby! Ja, das ist für mich auch extrem speziell. Das erste Mal im Madison Square Garden und mir ist gesagt worden, dass ich für 1 Milliarde umgebaut worden oder verschönert worden. Und das Resultat ist extrem. Einfach state of art. Und der Match selber auch extrem speziell gewesen mit dem Sibani. Ja, ich kann den Namen immer noch sagen, dem schwedischen Superstar, der 5 Goal schiesst. Zumindest drin der Siegenthaler. Der Jonas hat sensationell gut gespielt für Washington. Es freut mich einfach, unsere Spieler dort zu sehen, in diesem grossen Stadion, top of the world of Hockey. Und für mich sind das auch extrem inspirierende Momente. Ich liebe es, das reinzuziehen. Und früher hat es beobachtet, wie gehen die Coaches um in gewissen Situationen. Hat in diesem Match, wie auch in gewissen anderen Matchen, ein paar Richtungsänderungen gegeben vom Match selbst, vom Momentum. Und das ist etwas, was mich extrem interessiert. Und von dem her probiere ich immer den Match ein bisschen mit anderen Augen auch noch zu verfolgen. Es war länger als auch schon. Demher, ich bin froh, dass es mega gut geht daheim, beiden. Und ich bin natürlich viel in Kontakt mit ihnen und vermisse sie auch. Und, ich freue mich natürlich, jetzt wieder heimgeht zu ihnen und dann auch sie so bestmöglich zu unterstützen, dass es gut geht. Sie haben jetzt eine mega schöne Schwangerschaft, eine angenehme Schwangerschaft. Sie macht es extrem gut und das gibt mir natürlich auch Kraft und auch Ruhe. Es könnte auch anders sein. Und von dem bin ich einfach dankbar, dass bis jetzt alles reibungslos gelaufen ist. Was kann ich nicht tun? Brokkoli. Selber nicht tun. Ich komme immer extrem gerne in unser Land und jetzt speziell natürlich zu meinem Schatz, der etwas Wunderbares in sich hineinträgt. Und von dem her bin ich froh, bin ich jetzt hier und nicht mehr Times Square in New York. Der da.
dann kannst du auch noch weiter schneiden. Brauchen wir den ganzen? Ja, kannst du den ganzen schneiden. Oh nein. Das sind zwar nur das zweite. Das dritte. Mega schön. Haben wir noch können heimkommen. Wir sind zum Glück noch rechtzeitig heimgekommen. Es ist ziemlich schnell ist noch zugegangen. Und es ist so immer schlimmer geworden vom Coronavirus. Und mein Sinn dafür für die WM hat sich immer, so ein bisschen, immer weniger geworden. Und bis dann eigentlich der Entscheid gekommen ist. Es ist, hat sich vieles verändert in der letzten Zeit. Also, als er von Amerika zurückgekommen ist, war es immer noch recht positiv. So, nein, das kann nicht sein, die WM wird nicht abgesagt. Also, das schaffen wir noch, bis im Mai ist dann eh alles weg. Und dann, ja, ist dann alles etwas schlimmer geworden hier in der Schweiz. Er ist immer mehr neben den Schuhen gestanden. Und ja, dann habe ich ihm eines Tages gesagt, hey, geh mal mein Fotostudio anstreichen. Brauchst du eine kleine Ablenkung? Dann hat er weisse Farbe gepostet und hat wirklich alles gestrichen. Ein bisschen zu viel gestrichen. Sogar das Lavabo hat er noch angestrichen und dass er die Katze nicht noch angestrichen hat. Das wurde. Ja, dann ist er noch am nächsten Tag 8 Stunden lang wischen, wo es gar keine Blätter mehr hatte. Und dann ist er ziemlich gefasst wieder zurückgekommen und ja, das Ganze ein bisschen seiner Art können verarbeiten. Ich bin froh, ist entschieden worden endlich. Das ist auch etwas Mühsames, wenn du so dazwischen bist. Ich glaube, das könnte jeder, wenn man eine Entscheidung macht, ja oder nein, aber das ist entschieden, das ist Klarheit da. Und wenn du so dazwischen bist, dann ist ein ungutes Gefühl für viele. Ich bin auch froh für unsere Spieler, dass sie jetzt endlich wissen, okay, sie können wirklich loslassen, weil sie sind auch so, ja. Ich weiß, wie die Athleten denken. Ich war selber einer. Man ist dann, willst du gleich fit bleiben? Die kleine Hoffnung ist noch da, wir wollen spielen. Vor allem bin ich auch froh für das WMOK, dass die jetzt können auch wieder umplanen und weiterplanen. Also. Das kann ich gut. Den Knopf drücken hier. Ich bin eigentlich mehr in der Küche, gell? Und du tust dafür schön abwäschen. Ja. Ich habe ein bisschen Bootsfimmel. Das stimmt. Eher so kreativ in der Chaot und er ist so eher so Jungfrau, ordentlich. Aber ja, wir lernen viel voneinander, gell, Schatz? Vor allem du von mir. Wir sind eigentlich in Nordamerika und dort war es relativ ruhig. Das Coronavirus ist noch nicht so aufgekommen. Es ist für mich um die Wahlen gegangen. Und sobald wir in der Schweiz waren, haben wir schon gemerkt, okay, da ist irgendwie eine, das sind so von einer anderen Stufe und ziemlich schnell, wo wir daheim gekommen sind, hat sich auch das im Geschäft umgebrochen. Eben, man kann nicht mehr ins Geschäft gehen, man muss daheim bleiben und dann haben wir immer mehr gehört von Italien und ja. Und dann ist der Abbruch von der Liga und dann haben wir gemerkt, okay, das ist wirklich seriös und es ist dann von Tag zu Tag hat sich das eigentlich verschlimmert und mein Optimismus ist eigentlich immer ein bisschen weniger und weniger geworden, dass die WM kann durchgeführt werden und vor allem, ob es überhaupt noch Sinn macht, aber ob es überhaupt möglich ist in dieser schwierigen Situation, wo es viel Schaden hat, persönliche Schicksal trifft und darum, ja, es ist so, dass man sich wieder bewusst ist, eben, was, um was geht es wirklich, was zählt und schlussendlich zählt jetzt, dass wir den Coronavirus zusammen besiegen, dass wir wieder rausgehen können, dass wir unsere Freunde treffen können, dass wir auch zu den Eltern gehen können und dass wir einfach gesund sind. Und das ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, das wird uns extrem brutal aufzeigen zur Zeit, dass man das einfach nicht mehr kann. Das Schöne ist, finde ich, dass vielleicht der ein oder andere Mensch auch begreift, okay, es ist eigentlich wichtig, dass man auch in der Ruhe sein kann, dass man mit sich selber sein kann. Vielleicht kommen dann noch ein, zwei gute Ideen raus, mit sich selber umgehen, auch mit den Mitmenschen, dass man die Mitmenschen noch besser versteht. Ich glaube, viele Pärchen oder Familien lernen sich zurzeit noch von einer ganz anderen Ebene kennen. Das Verrückte, ich habe noch kein Bier getrunken. Seit wann? Seit Amerika? Aha.
jetzt machst du mit mir. Solidarisch. Ich bin schon mal Frührater und habe den Kimi als Sohn schon. Er ist jetzt schon 18. Mega cooler Sohn, mega stolz auf ihn und wir haben super miteinander. Und es war anders gewesen. Ich bin dort jung Papi geworden, 24, ich selber noch ein Kind gewesen und in meiner wahrscheinlich schwersten Phase als Hockeyspieler. Ich bin dort schwer verletzt gewesen. Also mir hat eigentlich der Doktor gesagt, ich kann nicht mehr Hockey spielen. Ich bin dort recht mit mir selber auch unterwegs gsi und Zweifel und Ängste in mir drin gehabt. Und, ja, ich habe die Schwangerschaft damals nicht so können bewusst wahrnehmen. Ich habe natürlich probiert, meine damalige Frau, die Mara, zu unterstützen. Und schlussendlich ist es dann auch, ja, haben wir es auch geschafft und wir haben es gut hergebracht. Und jetzt ist eine andere Phase. Ich bin natürlich reifer geworden, älter geworden, ruhiger geworden. Und jetzt, das ist wirklich das schönste Geschenk. Ich habe schon probiert, in den ersten Monaten sehr präsent zu sein bei ihnen beiden. Und jetzt natürlich umso mehr. Das ist so. Ich kann sie probieren, sie zu unterstützen. Und ist für mich ja, ein riesiges Geschenk, dass ich jetzt eigentlich die Schwangerschaft so bewusst vorne und auch sehe, wie was alles abgeht und sie macht das erste Mal, aber sie macht das extrem, extrem gut und ich glaube, ja, ich weiss, der Baby kann sein Hammer und von dem her, ja, freuen wir uns einfach extrem jetzt auf das private Glück. Ja. Die Mädchen nehmen damals ganz viel von der Schwangeren an und sind mitschwanger. Was machst du genau wieder? So. Das, was du noch nie in deinem Leben gemacht hast, Salat röcheln. Ich bin auch froh, ist er jetzt bei mir, in der letzten Phase der Schwangerschaft, dass wir noch die Zweisamkeit geniessen können. Sehr speziell, sehr schön. Ich merke jetzt auch in der Schwangerschaft, wenn ich fotografiere, habe ich irgendwie ein besseres Feingefühl bekommen und ich kann die Emotionen viel besser einfangen von diesen schönen Momenten. Und jedes Baby, das ich fotografiere, schaue ich jetzt ganz anders an. Dann habe ich das Gefühl, ah, vielleicht sieht es dann so aus oder so oder so. Ja, es ist, wird mir sicher viel bringen in meinem Job. Es ist lustig, ich bin 86er, bin auch ein Tschernobyl-Kind. Meine Mutter ja, hat ein bisschen das Ähnliche erlebt und jetzt erlebe ich das Ähnliche mit meiner Tochter im Bauch. Ja, es gibt gewisse Tage, da bin ich ja, sehr positiv und weiss, es passiert nichts. Und dann ja, wird man halt ein bisschen beeinflusst von diesen Medien. Und dann hört man so ein bisschen rundherum, was so passiert. Auch Leute, die man kennt, die betroffen sind. Und ja, es ist auch schwierig. Ein Tag so, ein Tag so. Aber das Grundgefühl ist schon, also das Vertrauen ist da und ich weiss, es wird uns nichts passieren. Ja. Hast du das wieder eingeräumt? Das ist furchtbar. Es muss einfach alles Platz haben. Es muss kein System haben. Es muss einfach alles Platz haben. Okay, ist die Zeit wirklich eine Nebensache? Die Leute werden sich noch mehr freuen. Ich glaube, alles. Die Leute freuen sich nachher auf das kleine Festchen schon, wo sie endlich wieder rausgehen können und miteinander sein. Und ich glaube, wenn so ein Happening verschoben wird, ist die Vorfreude noch grösser. Ich glaube, die Energie wird auch anders sein. Es wird wirklich eine freiere Energie sein, eine Energie von wirklich Freude und wahrscheinlich wenig Aggressivität und Wut. Ich glaube, das ist. Ich wünsche mir, dass vielleicht in Zukunft, ja, dass man sich wirklich eben freut, hey, wir sind in der Unterhaltung, wir dürfen einen Fußballmatch schauen, wir dürfen einen Hockeymatch schauen und vielleicht das wilde, manchmal aggressive weggeht. Und vielleicht sind das schöne, sagen wir mal, Lehren daraus, aus dem Coronavirus. Ich bin sicher, aus so einer Krise kann man auch positive Sachen herausnehmen.